Hallo und willkommen beim Fluktuskanal. Der Transport riesiger Flugzeugkomponenten von weit entfernten Produktionsstätten zu den finalen Montageorten war für die meisten Hersteller schon immer ein aufwendiges, zeitintensives und äußerst kostspieliges Unterfangen. Doch einige innovative Unternehmen stechen heute durch ihre vereinfachten Prozesse hervor. Sie perfektionierten ihre Prozesse so weit, dass einige mittlerweile hauseigene Flugzeuge verwenden, um diese Aufgabe zu erledigen. Ein Beispiel dafür ist das europäische Luft- und Raumfahrtunternehmen Airbus, welche den berühmten Beluga Supertransporter entwickelten. Der Beluga Airbus hatte seinen ersten Flug im September 1994 und dominiert seither den Himmel. Er transportiert auf den meisten Flügen Komponenten mit einem Gewicht von mehr als 45,3 Tonnen. Mit dieser Ladung kann der monströse Beluga noch immer mit Leichtigkeit eine Reisehöhe von 10,6 Kilometern über eine Strecke von 1600 Kilometer erreichen. Mit leichterer Beladung legt er sogar Distanzen von bis zu 4600 Kilometer zurück. What makes the Beluga unique is the size of the cargo. We don't need to carry that much weight compared to other cargo business activity. But what makes it very unique is the size of the sections we need to transport. And this is where the Beluga is one, if not the biggest cargo aircraft in the world in terms of the volume it carries. Der Beluga ist im Prinzip ein umgebauter Airbus A300-600. Um damit riesige, klobige Abschnitte neuer Airbus-Flugzeuge zu transportieren. Diese müssen zwischen 11 verschiedenen Produktionsstätten und Montageorten in ganz Europa umhergeflogen werden. Seit 2018 wurde eine modernisierte Version des Beluga unter dem Namen Beluga XL entwickelt. Von diesen riesigen Beluga XL wurden 5 Stück produziert. Sie meistern die Herausforderung der konstanten und sofortigen Versorgung geschäftiger Airbus-Produktionsstätten und der Montagelinien mit den notwendigen schweren Komponenten. Ein jeder von ihnen absolviert im Durchschnitt 60 Flüge pro Jahr. Die Be- und Entladung der Belugas ist nicht ansatzweise so kompliziert, wie es erscheinen mag. Da die transportierten Komponenten und Rumpfteile außergewöhnlich groß sind, können sie nicht auf übliche Art und Weise verstaut werden. An der Oberseite des vorderen Abschnitts des Beluga, direkt oberhalb des Cockpits, befindet sich eine große horizontal öffnende Klapptür. Diese öffnet sich nach oben hin und ermöglicht Zugang zu einem 7 Meter hohen und 7,3 Meter breiten Laderaum mit einer nutzbaren Länge von 37,8 Metern. Spezielle Rampen und Rollwegen mit Bodenschienen und Rollen werden verwendet, um die massiven Flugzeugteile anzuheben und sicher in den Laderaum gleiten zu lassen. Eine weitere weit verbreitete Transportmethode für große Flugzeugrümpfe und andere Komponenten ist per Schiff. Die als Ro-Ro-Schiffe bezeichneten Transporter können ganz einfach ein Dutzend der großen Teile zwischen Produktionsstätten und Montageorten hin und her transportieren.
Ro-Ro-Schiffe besitzen Rampen an der Seite und der Rückseite, welche elektronisch gesteuert werden, um an Docks und Landestellen anzulegen. Dadurch können riesige Ladungen per Rollwägen oder Plattformwägen ganz einfach in die gigantischen Ladebereiche gebracht werden. Damit wird die Beladung großer Teile zu einem extrem einfachen Unterfangen. Die Ladung wird mit speziellen Ketten und Schlössern am Boden befestigt, damit sie während der Überseefahrt ausreichend stabilisiert ist. Dadurch sind Ro-Ro-Schiffe extrem nützlich für den Transport großer Flugzeugrümpfe. Wenn Airbus die Rümpfe nicht mit ihrem berühmten Beluga verschickt, verwendet das Unternehmen regelmäßig Ro-Ro-Transporter. Im April 2019 beispielsweise musste Airbus die Komponenten von zwei Flugzeugen von Frankreich aus zu einer seiner finalen Montagestätten nach Mobile, Alabama, in den USA bringen. Dabei kam das Ro-Ro-Schiff Ciudad de Cadiz zum Einsatz. Die transatlantische Reise dauerte ganze 14 Tage. Flugzeugrümpfe und andere Flugzeugkomponenten werden nicht nur über die Luft oder die Meere verschickt. Auch der Schienentransport spielt eine wichtige Rolle beim Transport dieser Komponenten über weite Strecken. NASA Space Shuttles sind einige der modernsten und komplexesten Fahrzeuge, die jemals entwickelt wurden. Doch in manchen Fällen könnten sie ohne Hilfe dieser jahrhundertealten Technologie nicht fliegen. Der Luft- und Raumfahrtgigant nutzt sogar regelmäßig seine eigenen spezialisierten Züge, um einige seiner wichtigen Komponenten zu transportieren. Die NASA-Eisenbahnstrecke am Kennedy Space Center in Florida verläuft über eine Länge von 61 Kilometern. Sie verbindet die Hauptstrecke der Florida East Coast Railway und die Cape Canaveral Space Station. Die NASA nutzt ihre spezialisierten Züge jedoch nicht nur für den Transport von Flugzeug- und Space Shuttle-Komponenten. Die Züge transportieren auch explosive Stoffe, Pyrotechnik und Treibstoffe, welche an den Standorten benötigt werden. It's not something to just kind of sneeze about, you know. When we're hauling in, we're hauling 4 to 5 million pounds of explosives. Die NASA-Waggons werden mit einer Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde von einer 1500 PS starken EMD SB1500 Lokomotive gezogen. NASA besitzt drei dieser Zugpferde, welche zwischen 1968 und 1970 von General Motors gebaut wurden. Sie werden üblicherweise dann eingesetzt, wenn der Transport von großen Teilen mehr Muskelkraft erfordert. Der Transport riesiger Flugzeugrümpfe endet nicht mit dem Verfrachten neuer Teile von den Produktions- zu den Montagestätten. Auch ausgemusterte Rümpfe müssen transportiert werden. Diesmal werden sie von speziellen Tiefladerlastwägen transportiert. In Australien werden historisch wichtige Flugzeuge nicht ausgeschlachtet und recycelt, sondern in handliche Größen zerschnitten. Der Rumpf wird dann über Straßen zu Museen und anderen Ausstellungsorten gebracht. Diese Boeing 707 erhielt diese Spezialbehandlung von der Royal Australian Air Force, RAAF. One little known fact about this aircraft is that it holds the world record for the number of passengers on board for evacuating people from Darwin during Cyclone Tracy. Der riesige Rumpf wurde mit Hilfe von Kränen, Winden und Kettenschlössern vorsichtig auf einen Tieflader geladen und fixiert. Ziel war es auch, den Rumpf zu restaurieren, um die australischen Boeing 707-Besatzungen zu ehren.
Diese betrieben das Flugzeug sowohl im zivilen als auch im militärischen Dienst. Der Transport von gigantischen Flugzeugrümpfen per Luft-, See-, Schienen- oder Straßentransport wird immer ein beeindruckender Anblick bleiben. Dies kann den immensen Verbesserungen in der logistischen Branche verdankt werden. Wir sind am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann abonnieren Sie bitte diesen Kanal, damit Sie zukünftige Folgen nicht verpassen. Dann bis zum nächsten Mal.